Hallo Jungfrau, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Jungfrau, heute möchte ich gerne mit dir eine Kurzlegung machen, okay? Wo es sich um eine einzige Karte handeln wird. Eine Karte, Jungfrau, die sehr viele Sachen sagen wird oder sogar auch alles sagen wird. Je nachdem, wie du resonierst. Jungfrau, wichtig ist für mich immer, dass du weißt, dass alle meine Legungen, hoppala, okay, ich bin ein bisschen eingeengt hier, dass alle meine Legungen für dich als bewusster Mensch, ja, sind, aber auch für dein Unterbewusstsein. Das heißt, dass meine Stimme, meine Energie, meine Vibration in Verbindung mit dem Tarot und der geistigen Welt in dein Unterbewusstsein eindringen, sobald du dieses Video hörst, egal wann, okay, den Turm zum Rattel bringt, dir Sachen aufzeigt und dir wirklich sagt, Honey, wow, das hätte ich nicht gedacht. Ja, wie kann das sein, dass Jungfrau auf einmal, puff, ja, ins Aufwachen kommt? Jungfrau, auch wenn du 60, 70, 80 bist, fühl dich immer willkommen, egal welcher Herkunft, okay? Jungfrau, konzentriere dich auf dich. Eine Karte, eine Botschaft und wir schauen mal, was danach mit deinem Unterbewusstsein passiert. Lasse es mich wissen in deinen Kommentaren. Yes, Jungfrau, hoch die Tassen, ab nach vorne. Ich liebe diese Karte. Deine Energien, du, der mir zuhört, ja, als bewusster Mensch, dein Unterbewusstsein ist eh schon in Verbindung mit mir. Und die Kartenbedeutung, eine Kombination aus allem. Hier geht es darum, Jungfrau, wir dürfen uns befreien. Jetzt ist der Moment gekommen, um neu anzufangen, um Sachen zurückzulassen, um endlich reden zu können. Ja, um endlich neue Wege auch sich vorstellen zu dürfen. Jungfrau, insgeheim, viele von euch, ihr sehnt euch nach Freiheit. Nach Befreiung, ja, dass endlich eine narzisstische Partnerschaft zu Ende geht, dass man diesen Todesfall, den man erleben musste oder durfte, ja, oder sollte oder konnte, wie auch immer, den man erlebt hat, darf endlich heilen, darf saniert werden. Alles ist möglich, Jungfrau. Es geht hier darum, dein Weg war nicht immer einfach. Jungfrau, dein Weg ist auch nicht immer einfach, ja. Aber hier geht es darum, geh in die Heilung rein. Lasse es zu, dass die Leichtigkeit des Narren wirklich sagt, Honey, der Moment ist gekommen, sobald du bereit bist, zu evolutionieren, zu wachsen, in dich zu kehren, dich an erster Stelle zu stehen, über alles, was erhaben ist. Ich bin Jungfrau und ich bin durch 30 Milliarden Höllen gegangen. Okay? Hin und zurück. Und auch ich als Alena habe immer noch mal durch eure Energien, durch Fremdenergien, die ich bekomme, durch die Legungen, ja, durch ganz viele andere Sachen, Energien manchmal an mich haften, die mir auch noch mal zeigen, boah, Alena, jetzt aber zackig raus da. Okay? Der Entwicklungsprozess ist nicht immer einfach, gerade nicht für die Jungfraugeborenen, die emotional sind, die sehr hochsensibel sind, auch die immer mitfühlend sind, die immer alles machen möchten für andere, sich in 30.000 Stücke zu teilen am besten. Jungfrau, das ist super, aber es ist nicht gesund. Hier geht es darum, Jungfrau, du sehnst dich nach Freiheit, du sehnst dich nach einer gesunden Partnerschaft, du sehnst dich nach Wertschätzung auf der Arbeit, du sehnst dich auch mal um eine ehrliche Dankbarkeit der Menschen, denen du was Gutes tust. Wenn das dein Fall ist, ich bin in meinem Flow. Ja, denk dran, ich darf ab und zu mal noch ein bisschen transformieren durch die Fremdenergien, aber mein Sein ist schon auf höchster Ebene angekommen. Und es war nicht einfach. Egal wie sehr ich zu Boden falle, ja, ich stehe in einem Pitzpass wieder auf. Durch meine eigene Energie, durch dass ich anfange zu heulen und sage, rieche den Staub vom Boden, Honey, und dann ab wie der Ave Phönix nach oben. Okay? Und hier geht es darum, Jungfrau, sei dankbar und stolz, eine Jungfrau Geborene zu werden oder zu sein. Jungfrau, die Kinder gebären werden, ja, die vielleicht vom Sternzeichen Jungfrau später sein werden, gebt euren Kindern diese Werte mit. Eine Botschaft der geistigen Welt kriege ich gerade rein, findet den Weg zu dir oder möchte dir was mitteilen. Eine verstorbene Seele, die Engel, die geistige Welt, pass es bitte an, sucht den Weg zu dir, weil sie möchten dir sagen, Jungfrau, alles ist möglich. Honey, es liegt an dir. Du bist das Licht der geistigen Welt. Du bist eine Spaßgranate. Du bist Liebe. Du bist gesellschaftlich auch gut angesehen durch deine Empathie. Du bist sexy, du bist attraktiv. Egal, was für Kilo du zu viel hast. Egal, ob du Zellulitis hast. Egal, was auch immer dein Manko sein mag. Ich habe auch eine riesengroße Narbe an meinem Arm. Ja, ich habe auch einen kleinen, leichten, schiefen Zahn vorne. Das ist Latte egal. Die Ausstrahlung hier drinne ist wichtig. Jungfrau, das hier. Das Herz, die Seele, deine Vibration, dein Licht, dein Sein. Wenn du das nicht ausstrahlst, kannst du weder weiblich genug sein, noch männlich genug sein, noch human genug sein. Und hier geht es darum, Honey, es ist okay. Wir machen jetzt, wir packen unsere Koffer, räumen intern auf, befreien uns, finden unser Potenzial zurück. Für die, die noch nicht da drinne sind, okay?
und lassen jetzt mal diese ganzen Schwankeleien sein und machen kein Szenario, wir schmeißen uns nicht dem Drama hin, sondern wir gehen Kompromisse ein, aus der Ehrlichkeit, aus der Empathie, aus der Vernunft heraus, aber auch zu sagen, keine emotionalen Anhaftungen mehr, ja, keine Duseleien mehr, kein ständig Verzeihen mehr, kein ständig dich entschuldigen mehr, ja, kein ständig den Menschen den Hintern hinterher zu räumen, nein. Eine Jungfrau, sei niemals eine Mutter für deinen Partner. Aufschreiben, zuhören, alle. Egal welcher Mann mit einer Jungfrau zusammen ist, genieß diese Barmherzigkeit, genieß das Mütterliche, genieß, dass die Wäsche gewaschen ist, alles. Was eine Jungfrau einem Partner gibt, ist mehr, wie was eine andere Frau geben kann. Nicht, weil es eingebildet ist, sondern die Jungfrauen haben einfach zu viel Mütterliches in sich, was auch gut ist. Ich bin auch Mutter, ich bin auch Ehefrau. Okay? Aber ihr dürft auch lernen, ja nicht die Mutter zu sein, sondern ihr seid Partnerinnen. Das heißt, du kannst deinen Partner betüddeln, aber aufs Klo gehen und den Popo sich alleine abwischen, macht er doch auch. Ja? Das heißt, erkenne, ob du für deinen Partner die Mutterrolle bist, den Mutterersatz, oder ob du Partnerin bist. Weil damit kannst du viele Konflikte lösen und auch viele Probleme in einer Zukunft verhindern. Bist du Single? Ja, genieße das Single-Leben. Jungfrau, binde dich nicht. Lebe, reise, mache, tu, was immer du möchtest. Genieße das Single-Leben jetzt. Die Partnerschaften können sich nochmal restabilisieren. Es kann nochmal eine Versöhnung in einer Partnerschaft reinkommen. Wenn Jungfrau sich befreit von allen Ketten, was in ihr ist. Wenn Jungfrau sich selber verzeiht, ja, für den ganzen Kletterradatsch, den sie sich gefallen gelassen hat. Wenn Jungfrau bereit ist, mit ihrem aktuellen Partner, Partnerin, einen neuen Weg zu gehen, kann das passieren. Es liegt an der Entscheidung von Jungfrau. Ja? Hast du eine Reise vor, eine neue Arbeit, was auch immer, mach es, geh es an. Jungfrau, geh es an. Widder, Waage spielen hier eine Rolle. Ja, ich kriege hier auch eine Energie von Skorpion rein, warum auch immer. Okay, also hier sind ganz viele Energien verbunden. Vor allen Dingen Krebs, Fische, Skorpion kriege ich rein, Waage und Widder. Energetisch spüre ich das. Entweder hast du ihn in deiner Geburtskarte, okay, oder es kann auch durchaus sein, dass irgendein Mensch in deiner Nähe gerade diese Energie hat. Jungfrau, egal was gesundheitlich ist, achte auf dich. Lieber einmal mehr zum Arzt gehen, wie einmal zu wenig, ja? Jede Erkrankung, jede Abgeschlagenheit, jede Symptomatik deines Körpers hat auch viel mit deiner emotionalen Ebene zu tun, weil Jungfrau liebt, Jungfrau ist Liebe, Jungfrau ist Leidenschaft, Jungfrau ist immer Verständnis und Jungfrau darf immer verzeihen, ja? Schwierige Phasen, Jungfrauen, können jetzt zu Ende gebracht werden. Es geht um Befreiung, es geht um die Sehnsucht, es geht immer wieder aufzustehen, Jungfrau, dich nicht geschlagen zu geben. Lass das die geistige Welt, die die Botschaft schenken kann und schicken kann, zu sagen, Honey, jetzt ist da. Was darf jetzt sein? Spaß. Nimm dir Zeit, das Leben zu genießen. Entspanne dich. Entdecke wirklich den Sinn für Humor, wenn du nicht humorvoll bist oder wenig humorvoll oder gerade keinen Sinn im Lachen findest. Ja? Nimm nicht immer alles so schwer, Jungfrau. Spaß macht dich fröhlich. Spaß macht dich unbeschwert. Tanz durch die Hütte, ja, so wie ich heute in meinem Zigeunerkleid. Ab durch die Hütte. Türkische Musik angemacht, spanische Musik angemacht, ja. Wie heißt das nochmal? Deutschen Schlager hatte ich an. Ja, und ich bin mit meinem zigeunerspanischen Kleid, was ich von meinem Mann in Mexiko geschenkt bekommen habe, okay, durch die Hütte getanzt und habe gedacht, yes, honey, da sind wir wieder. Und diese Power strahlen wir jetzt aus. Jungfrau, wenn du diese Legung heute nicht verstehst, hör sie dir immer und immer wieder an. Okay, aber Spaß macht dich fröhlich und unbeschwert vor allen Dingen. Gerade in schwierigen Situationen. Ja, höre Musik. Immer wenn du in eine Situation gerätst, wo die nicht leicht zu ertragen ist, ja, wo es um Verständigung geht, wo es um Entscheidungen geht, egal was für dich eine Schwere sein mag, versuche es aus einer anderen Sichtweise zu betrachten, versuche Leichtigkeit reinzubringen, also pflege dein Sein, pflege deine Antennen, pflege deine Hochsensibilität, pflege diese kosmische Seite in dir, okay, und lebe im Hier und im Jetzt, so wie es dir wirklich gesund erscheint und so wie du es auch wirklich für richtig erachtest. Du sollst dich jetzt nicht charakterlich ändern. Du sollst einfach nur erkennen, der Tag ist gekommen, Honey, zu sagen, ja, wie kannst du das Spiel Spaß mit Fröhlichkeit und Engagement verändern durch ein Lächeln? Ja, deine Arbeitssituation mit einem Lächeln, deine Partnerschaft mit einem Lächeln, die Kinder mit einem Lächeln, den Hund mit einem Lächeln. Wenn du jeden Menschen mit einem Lächeln begrüßt, ja, wirst du irgendwann auch mit einem Lächeln zurückbegrüßt und da veränderst du schon deine ganze Energie, Jungfrau. Und hier geht's darum, wirklich
von jetzt an betrachte ich das Leben von einer heiteren Seite und alles darf Spaß machen, weil ich mich befreie, weil ich mich für mich entscheide, weil ich die Botschaften der geistigen Welt annehme, weil Alaina mein Unterbewusstsein gerade so richtig durchgerappelt hat, ja, und ich bin jetzt endlich frei. Ich bin stabil, ich bin frei, ich genieße mein Haustier oder schaffe mir ein Haustier an, ja, egal vor welchem Abgrund ich stehen werde, ich kann nie tiefer fallen wie in Gottes Hand, ich kann nie tiefer fallen, ja, wie in das Vertrauen, auch wenn dir die Knie zittern, Jungfrau, auch wenn du nicht weißt, wohin deine Reise dich führt, bleibe im Vertrauen. Jungfrau, der Buchstabe E, der Buchstabe L, der Buchstabe C, M kommt mir auch gerade noch rein, das K, aus welchen Gründen auch immer, das N kommt auch gerade noch rein und das F. Passe die Buchstaben an. Die Zahl 6, die Zahl 14, 20, 7, 5, 11, 15, 5, 29, die 2, die 13, die 4, die 53, die 68, die 45, die 44 kommen auch noch rein. Ja, aus welchen Gründen noch immer. Und die 7, Vertrauen. Vertrauen heißt, rein in die Leichtigkeit, vertraue auf dich, vertraue auf die Befreiung, gehe deinen Sehnsüchten nach und lasse einfach alles im Flow kommen. Jungfrau. Die Farben, die du vielleicht tragen solltest in der nächsten Zeit oder die Farben, die vielleicht ein bisschen dich beflügeln könnten oder die Farben, die vielleicht so ein bisschen auffallen werden. Es kann ein Aprikot sein, ja, ein Aprikot bis orangefarben. Es kann ein Lila, also helllila bis Fuchsia, Fliederfarben auch sein. Aber vor allen Dingen Aprikot, Pfirsichfarben, Fliederfarben, Lila, also Fuchsia. Okay, und einen leichten Zitronengrünton, also ein Grünton, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch ein Dunkelblau, aber das sind so die Farben, die du vielleicht tragen könntest, ja, um eine andere Vibration herzustellen, um deine Energien zu verändern, um dich einfach in den Flow zu beamen, die Leichtigkeit zu spüren, die Freiheit zu spüren, um wirklich auch einfach einen Magnetismus in dir aktivieren, der dich wirklich in den Flow bringt. Jungfrau, ich liebe dich. Denk dran, ein Herz von meiner Jungfrauseele zu deiner Jungfrauseele, egal ob du Mann oder Frau bist. Okay, die ältere Generation passt es an, das gilt alles für euch. Freiheit kennt keine Altersgruppen, Freiheit kennt keine Kulturen, Freiheit kennt keine Einschränkungen, genauso wenig wie die Liebe und die geistige Welt. Jungfrau, mega lieben Dank für deine Likes, für deine Abos, ja, für das Glöckchen, für Benachrichtigungen, Sonntags-Live-Chat, private Legung, zielorientierte Therapien, schreib mich auch weiterhin an, okay, sicher dir noch einen Termin. Und kommentiere, Jungfrau. Jedes Kommentar wird von mir persönlich beantwortet, auch wenn ich ein paar Stunden brauche, ja. Denk dran, Zeitunterschied, Mexiko, Deutschland. Da bin ich natürlich nicht immer am Start, sofort, okay, aber ich antworte dir auf jeden Fall. Jungfrau, geh in die Befreiung, du sehnst dich nach Befreiung. Lass es zu, dass die geistige Welt dir die Botschaft gibt und fühl dich wirklich stolz darauf, eine Jungfrau zu sein, die Power einer Jungfrau zu haben, ja. Genieß den Alaina-Flow. Du kannst nicht tiefer fallen, wie als den Staub vom Boden zu riechen und da ist immer noch Gott oder die geistige Welt und fängt dich auf und sagt, so mein Kind, hast du gerochen? Jetzt stellen wir dich mal wieder so auf die Beine und ab nach vorne. Ja, sei deine einzige wahre Motivationsbombe und sei deine beste Freundin, dein bester Freund und sei wirklich immer der Motor, der dich selber wieder auf die Beine stellt, weil wenn du es nicht machst, wird es kein anderer machen. Jungfrau, vertrau auf dich. Ich liebe dich, ein dickes Herz von mir, Jungfrau, und wir hören uns. Yes, honey, bye.